So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute wieder mit FIFA 20 Content. Wer das FIFA 21 Video gestern verpasst hat, gerne abchecken. Da habe ich so ein Starter-Team, Premier League-Team gebaut. Kurz vorweg, bevor wir anfangen, Jungs. Traurige Musik. DJ Ene folgt meiner Fanpage-Seite. Mir aber nicht. Es ist gerade passiert, vor 10 Minuten knapp. Grüße gehen raus an meiner Paints-Clips-Seite. Es ist traurig, Jungs. Ich bin ehrlich, das ist schon enttäuschend, aber egal. Vielleicht positiv sind, denkt ihr auch, ich bin dieser Paints, weil viele immer meinen Namen unter seinen Bildern kommentieren und denken, ich bin dieser Paints und er folgt dem falschen Paints, aber egal. Da muss ich auch jetzt selber durch, ist okay. So viel auf jeden Fall dazu. Dann wollte ich sagen, wir gehen jetzt erstmal rein. Ein Abonnent von mir hat 12 Icon Packs vorbereitet, Jungs. Die sehen wir einmal jetzt. Und er hatte Back-to-Back Top 5 Icon drin, also 99er Icon war dabei und eine andere geisteskranke Icon, die beide Millionen kosten. Die eine kostet sogar knapp 10 Millionen. Also checkt es jetzt sehr, sehr gerne ab. Danach kommen wir wieder. Wir gehen danach in mein 90 Plus Pack rein. Da hatte ich auch eine geisteskranke Karte drin. Also wirklich auch einer der Top, ich würde sagen, 10 Tots-Karten. Und danach sehen wir uns wieder und schauen wieder rum, was um 19 Uhr für den Content rauskommt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns um 19 Uhr wieder. Also ihr seht jetzt erstmal den ganzen Content, aber diesen Robby, das ist jetzt gerade der jetzige Robby, seht ihr um 19 Uhr wieder. Bis gleich. Uff, jetzt geht's hier los. Ich sag's euch, wie es ist. Bisschen heiß, bin ehrlich. Okay, ich bin drin, ne? Du kannst starten. 15 Millionen. Ganz kurz, was hast du gemacht in diesem FIFA? Also wegen dem Coins? Auch viel aufgeladen oder getradet oder? Nee, wurde aufgeladen, gar nichts. Nur getradet. Nur getradet. Alter, GG. 55 Millionen, krass. Asemi hast du auch in der FL, okay. Kennt man dich irgendwo her? Twitch irgendwas? Kann ich irgendwas pushen? Nee, gar nichts? Ich bin nur Spieler. Okay, okay. Oh, was? Oh. Achso, das war das 90 Plus Pack. Ich dachte, das wäre normales Pokémon. Schon gut. Ah, Salah ist gut. Ich dachte, das wäre 80 Plus Pack. Ich dachte, was? What the fuck? Schon gut. Ey, scheiße. Ja. Alles dabei. Okay, ich bin gespannt. Okay, Chat, ich sage, eine Top 7 Icon wird drin sein. Top 7. Laurin, ich hätte es gerne über die Web-App geöffnet, weil ich einfach mal sehen will. Oh? Was war das für ein Pack? Achso, okay. Oh, Reus. Alter, oh ne, kann auch Brand sein. Ja, ist Brand. Achso, jetzt kommen wir zu den Icon Packs. Okay, 11 Icon Packs. Ich mach das mal schnell hier. Ja. Okay. Okay, das sind jetzt alle Icon Packs. Okay, 12 Icon Packs. Los geht's. Ich, wie gesagt, predikte Top 7 Icon wird dabei sein. Erstmal hier das beliebige. Hier kann sogar Baby drin sein, also wirklich alles. Oh. Ja, Garincha. Baby oder Mittel oder Prime. Prime, okay. Ist gut. Also für ein beliebiges ist das auf jeden Fall nicht schlecht. Guck mal, was ich hier geschickt habe, okay. Ich muss hier oben WhatsApp. Das auch, würde ich sagen. Ein paar kannst du gleich auch. Okay, dann machen wir gleich jeder 5. Mach du noch 1 und dann jeder 5. Ey, Paul. Alter, warte, was ist denn hier los? Oh! Ronaldo oder Pelé? Nein. Doch! Nein! Direkt erster! Was? Ich glaube, this Food Trader ist gerade ein bisschen getriggert. Ich hätte jetzt nicht erwartet, muss ich sagen, ne? Was? Ich bin ohne Erwartung reingegangen, ne? Das. Nehme ich mit. Wenn sonst nicht ist. Ich lass den ziehen, krank. Alter, einfach so, Chat. Okay, warte, wir müssen nächstes Icon Pack kurz chillen. Sag nicht wieder, Basil. Sag nicht wieder. Ist das ein Video, Bro, oder ist das kein Troll? Das ist doch ein Video. Bruder, das sind doch schöne Clips jetzt für dich, ne? Nee, scheiß mal darauf, das ist doch Video. Du verarschst mich doch. Bro, du trollst aber nicht, ne? Nein, Mann, ich weiß dir, was soll ich dir irgendwie beweisen? Warte, ich weiß es nicht. Gib dir Controller, ey. Hä? Das ist doch Ronaldinho, kommt. Das ist... Wisst, wie viel hast du gemacht? 50 Icon Packs?
Alter, er macht zwei, Ronaldinho, Pelé. Was muss ich hier machen? Den Besuch in die Stadt? Ja, Spiel gemeinsam. Hä? Nein, warte mal, ich muss mir kurz anschauen. Gib mir eine Sekunde, okay? Kurz runterkommen, das ist jetzt gerade nicht real, chill mal. Ich muss die kurz reintun, dass ich realisiere diesen Reel. Ja doch, das ist kein Video, Jungs. Es ist kein Video, wir können auch Ronaldinho reintun. Ronaldinho wird hier sogar nur als Leihspieler angezeigt, weil er hier ist. Ja, der trollt mich doch, was? Den anderen kannst du auch hier, wenn du willst, von der Bank wegschicken. Ja, er hat doch sogar De Bruyne. Ich würde es jetzt so spielen. Ja. Und dann Ronaldinho für Dembélé, oder was sagst du? Jeden Fall. Also probieren, mal gucken, der muss geil sein. Okay, weiter geht's. Ich will gar nicht so lange aufhalten. Das ist, glaube ich, Owen. Ja, Owen. 3 Sterne oder so hat er halt nur, ist nicht so gut. Diese 2 Icon Packs gerade am. Ja, Jera. Hm. Ah. Okay, Freunde, wir kommen zum 90 Plus Pack. Also 3x90 Plus Pack. Ein Mod von mir hat Cristiano Ronaldo gezogen. Grüße an Simon. Ja, Slimani, Lemar haben wir beide gezogen und Ake auch aus dem 82 bis 88er Pack. Können wir so abgeben, wartet, so. Und dann machen wir ein R3 Pack, ich bin gespannt. Wir haben, ja, 3 von 90, also 93er, eine Auswahl. Bitte, ey, ich nehme es gerade direkt um Freitag 10 nach 7 auf. Ihr werdet es wahrscheinlich erst Samstag sehen. Wir gehen rein ins Pack in 3. Ah, ich mache erstmal ein R3 Pack, also. Wir öffnen es, komm, let's go, wir schauen nicht hin. Ich drücke R3 und schaue in 3, 2, 1, jetzt hin. Oh, 94er Gasola. Ist das schon der Beste? Bitte nicht. Nächster Spieler in 3, 2, 1. Na, habe ich schon. Nein. Aua, nein. Und der letzte Spieler in 2, 1. Fick mein Leben. Ich habe Ramos schon. Wenn man so viel Packlack hat, dass es langsam schon wehtut. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich schließe erstmal die Anwendung und chill erstmal mein Leben. Keine Ahnung, wen ich hier nehmen soll. Ich habe Pech im Pech. Pech und Glück. Pech im Glück. Glück im Pech. Scheiß drauf. Hey, Freunde, ich hatte die ganze Zeit die Aufnahme nicht laufen. Und zwar folgender Punkt. EA hat gar keinen Content gebracht. Und Pelé und Ronaldinho haben mich angemacht. Und deswegen werde ich ein Icon Pack nochmal heute für euch hier live abschließen. Erster SBC, wir können es ja ganz kurz mal hier abspeichern. Zeige ich euch ganz kurz, was ich abgegeben habe. Ich musste mir hier gar keinen Spieler kaufen. Und das zeige ich euch auch nochmal jetzt hier. Okay, und zwar habe ich das hier abgegeben. Das ist jetzt hier von der Aufnahmegalerie. Ich konnte sogar noch Adama Traoré retten, wie wir hier sehen können, mit Rodrigo. Hatte in 82, also ich hatte sehr viele 82 bis 88er gemacht. Da habe ich einmal Rodrigo hatte ich da nicht gezogen. Aber ein Sanson hatte ich da gezogen. Tyson, dem hier bei Felipe Mata. Und viele mehr. Also wir haben auf jeden Fall ja sehr viel gehabt. Die 2 Tots sind noch von den Tots SBCs. Deswegen hatte ich die auch noch. Und wir haben nichts bezahlt. Haben jetzt hier so ein 2-Spieler-Pack. Also 86er SBC ist fertig. Jetzt muss ich noch eben die 85er vorbereiten. Ich habe noch einen 96er Zierch. Warte mal kurz, Jungs. Oh, schade. Weil, oh, Walkout. Aber let's go. Tradable. Nimmt mal mit. Mit Kusshand. Wirklich, das nehme ich mit sehr, sehr guter Kusshand mit. Weil die, ja, High-Rated-Karten extrem teuer sind. Und so holen wir ein paar Coins wieder zurück. Auch wenn wir bis jetzt noch nichts bezahlt haben. Ihr seht, ich muss gleich ein paar Upgrade-Packs vorbereiten. Isco geht so für 25.000, 24.000. Kann ich direkt reinstellen und wir sparen uns auf jeden Fall Coins, Jungs. Guck mal, ein Gaia. Schaut es euch mal an, ein Gaia. 7k circa. 7k in 81er. So, ich stelle ihn mal für 7.000 rein. Das ist geisteskrank. Also die Spieler sind so teuer. Ja, wir müssen jetzt nur noch die 85er SBC vorbereiten. Wir haben Adama Traoré, wie gesagt, im Verein Ziyech und ein Chesney. Also wir haben sehr gut high-rated im Verein. Wir haben halt nur, was uns fehlt, so 82er, die uns einfach fehlen, die wir jetzt nicht im Verein haben. Deswegen muss ich, wie gesagt, ein paar Upgrade-Packs spammen. Aber ansonsten sollte es gar kein Problem sein. Man muss ja eine Tots-Karte hier abgeben. Können wir beispielsweise Adama Traoré direkt reintun. Hauen wir direkt hier ein Ziyech rein. Ziyech Chesney und ein Ziyech kann ich sogar vielleicht noch halten. Dann würde ich sagen, bereite ich ein paar Upgrade-Packs vor und ja, öffne die einfach nebenbei und wir sehen uns immer wieder ab und zu. Bis gleich. 81 Plus Pack. Die Scheiße kostet mittlerweile, ich muss es leider wirklich so sagen, 15.000. Also man bezahlt 15.000 pro 81 Plus SBC. Wir fahren zum Glück durch. Das wird eine Food Birthday Karte, okay. Lozano auch mitnehmen. Das ist okay. Also das ist gut. 87er, 86er. 87er sogar und dahinter ein 83er. Also die können direkt beide, so wie ich die gezogen habe, direkt in die Icon SBC rein. Okay, Freunde, wir haben es hinter uns. Wir mussten hier nur Zielinski kaufen für 7.000, ne, für 6.000 und ein Milik für 9.400 Coins. Also
die ab 82, also wirklich unbezahlbar gefühlt. Wir haben jetzt 340.000, wir hatten 380, wir haben 40.000 für das Icon Pack bezahlt. Also ich glaube, da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Wir öffnen noch das 2-Spieler-Pack. Ja, und danach geht's los ins Icon Pack. Bitte, ey, gönn mir irgendwas. Irgendwas, so wenigstens Spannung. Gönn so wenigstens Holland MS und, oder Brasilien einfach nur für die Spannung. Bitte nicht England oder so. Oder so Mexiko, Italien, ich kann es nicht sehen. Let's go, wir gehen rein. Komm schon, irgendwas Cooles. Bitte, deutlich. Ach, komm schon, komm schon. Push dich, push dich, push dich, push dich. Ach ja, keine Ahnung. Also ist ein... Eine 1 von 10, brauchen wir nicht drüber zu reden, Jungs. Schlechter geht's gar nicht. Kostet ey, überhaupt 100k? Ah, Bruder, das tut so weh. Naja, egal, Jungs, gehört dazu. So Packs gehören auch dazu. Unsere letzten 3-4 Icon Packs waren alle wirklich zum Abstoßen. EA hat heute einfach kein Content gegönnt. Schade, schade, schade. Oder? Ne, morgen ist halt Champions League Finale. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder, Jungs. Haut da rein, bis morgen und ciao, ciao. Promise that you'll never be lonely. Be the fan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Be the fan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. And these fast times, chasing light lines.